Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dishonored. Der Kaiser hat leider die Plätze verlassen, weil der Ball ist ja um. Und ich habe gehört, es ist eigentlich scheißegal, ob ich entdeckt werde, ob das... Sie wissen es! I don't give a shit! Also, es ist eigentlich ziemlich egal, ob die wissen, dass ich hier bin oder nicht. Das heißt, war mal hier durch, war ja, glaube ich, der Weg nach oben. Das ist jetzt Sneaky Bastard Action. Also, das heißt, wir werden... Oder wollen wir es so kompliziert machen? Nee, wir machen es einfach... Wir machen es so wie immer. Mit viel Stil und sehr laut. Das ist eigentlich das, mit dem ich immer am besten gefahren bin. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Okay, wir machen es doch so. Warum wissen die das? Okay, dann machen wir es wirklich so. Wenn die wissen, dass wir unten sind, dann werden wir die Ratten beschwören und werden eine übernehmen. So, die übernehmen wir. Wer schon? Komm her. Du gehörst mir, du hübsches Ding, du. So, und jetzt werden wir nach oben in den Lüftungsschacht gehen. So wie wir es schon einmal gemacht haben. Nur diesmal haben wir halt alle Wachen am Arsch. Und das ist sehr ungünstig. Das heißt... Wir machen jetzt. Du weißt gar nichts. Der weiß gar nichts, der Affenkopf. Scheiße, oh ja, der weiß, dass ich hier bin. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich rauf? Okay, ich bin eh schon traurig. Boah, das sind aber viele. Scheiße, die waren da. Das sind extrem viele. Sollen wir uns nach oben begeben? Wo ist denn Samuels Boot? Zum Dreck erst. Wo ist dieses scheiß Boot? Okay, ich hab nicht mal eine Karte, fällt mir gerade auf. Oh, okay, da. Oh! Gut, da müssen wir nach oben. Oben ist nämlich eh besser, glaube ich, weil oben ist nämlich. Sind diese Brücken und wir können uns über die Brücken. Okay, die sind unten. Wir werden uns einfach über die Brücken. Da sind ja oben so komische. Ja, Brücken sind das. Kann man gar nicht was anderes sagen. Das sind Brücken. Ah, oh, nee, da ist der falsche Weg. Ach komm, da sind auch welche. Oh, da war er. Ach komm. Ah, da. Das ist das, wo ich hin wollte. Shit, der kommt aber bedrohlich nahe. Ich meine, ich bin ja ein bisschen Angst vor Körperkontakt vor fremden Leuten. Uno, due, Dreck, quattro, cinque. So, jetzt sind wir draußen. Hallo. Die haben noch gar nicht mitbekommen. Grüß Gott, der Herr. Oh, ein wundervoller Ball war das. Also, ich durfte selber einen Blick erhaschen. Wunderhübsch. Also, sie können nur empfehlen, war super toll. Sie haben eine hübsche Waffe übrigens, gell? Sie sind auch ein Wonneproppen. So, jetzt gehen wir raus. Zusammen ins Boot, keiner hat was bemerkt. Lord Short, so nehmen wir es mal auch noch hin. So, ich werde aber noch kurz abspeichern, wenn mich die Alarmanlage entdeckt, oder ich weiß es ja nicht, das könnte ja sein, dass es eine Entmaskungsanlage ist. Die Feier ist diesmal drin. Ja, ich habe sie gesehen. So, wir werden aber mit diesem Lord Shaw noch sprechen. Weil haben wir, die Sidequest haben wir noch beendet, oder? Oh, hallo? Ich will mit dir reden. Duell? Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen Scheiße, das will ich nicht. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Dann schieße? Danach drehen sie sich um. Warum mache ich das? Jetzt mal kurz, warte mal, Ziele. Ich will das nicht machen. Ich will dich nicht umbringen. Mach schon. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Leute, ich will das nicht machen. Warte, ich habe eh abgespeichert. Okay, passt. So. Oh, grad, Bitch. Wir fahren fort. Was ist jetzt? Okay. Ich bin bereit. Halt. Bleiben Sie da stehen. Okay. 3. Oh. 2. Oh. 1. In your face. Alles okay? Und das ist noch ein toter Gast. Habe ich ihn eh nicht verletzt? Hallo? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. War das jetzt richtig? Ich habe den umgebracht. Scheiße, das wollte ich nicht.
Lord Pendleton, es tut mir leid. Scheiße, Pendleton oder Tisa. Okay, wir haben ihn trotzdem umgebracht. Ob das jetzt gut war oder nicht? Frag nicht mich. So. Aber Samuels Boot ist immer noch unten, das heißt, wir werden uns zum Boot mal begeben. Den armen Lord Sean, den haben wir getötet. Aber gut, er mag. Gute Nacht, Sir. Drin ist es wärmer. Ja, danke. Aber wo ist das Kackboot? Habt ihr ein Boot gesehen? Aber ich glaube, der mochte den Lord Pendleton eh nicht. Das heißt, es war vielleicht eh nicht so schlecht, dass ich den jetzt umgebracht habe. Ich meine, aber da geht's. Er mochte den Lord Pendleton eh nicht. Von daher ist es ja eigentlich ein... Hallo? Was, die sagen gar nichts, wenn ich da was stehle? Na gut. Was glauben Sie, wer Sie sind? Sorry, ich bin ein Ehrengast. Ich trinke auch deinen Trank, wenn du willst. Warte mal, da geht's raus. So, danke, war wunderhübsch die Party. Aber ich weiß, ich bin müde, deswegen müssen wir langsam wieder zurück. So, wie kommen wir da durch? Da? Wuppu! Ha, habt ihr das gesehen? Okay. So, hier ist aber wieder Serious Business Zone. Hier müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenreißen. Scheiße, ich hab urviel übersehen. Da ist eine Rune. Wo ist die Rune? Komm her, Rune. Bist du da unten? Da ist eine Rune. Okay, eine Rune hätten wir. Dankeschön. Wo ist die andere Rune? Komm, nimm. Jetzt bin ich voll nass, Mann. Jetzt habe ich mich da extra so fein für den Ball gekleidet. Boah, da sind so viele Sachen. Shit. Das sind so viele scheiß Sachen, das ist unglaublich. Wie soll ich denn das? Leute. Oh, ich mach das kurz privat. Shit, was habe ich jetzt gemacht? Nein! Ein Opfer ist scheißegal. Ah, sie lebt eh noch. Okay. Oh no, oh shit, meine ganze geile Munition für die Trottel hier verschwenden. Ich wollte nicht, ich glaube, jetzt kommt wieder der Lucifer. Lucifer! Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Caldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein. Und dann die Gastgeberin, Lady Boyle. Oh, die kannst du. Sie unterstützte einen Tyrann, Lord Regent, und lebte in Saus und Braus, während die Bürger der Stadt verhungern und vor der Seuche zittern. Jetzt verbringt sie ihre Tage, Monat um Monat, Jahr für Jahr, fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. So sieht's aus. Sie hat ein tolles Leben vor sich. Die wird sich sicher freuen über diesen Zustand. So, was ich noch bemerkt habe, hier ist wahrscheinlich noch... Ja, hier ist noch eins. Was ist da passiert? Was ist das? Hier stinkt's. Was? Ich kann kein Mana-Elixier mehr tragen. Das für ein Shit. Ich habe doch gerade einen Benz genommen. Was ist hier noch? Ein Waschbecken. Da wasch mich nicht mal, da würde man einfach den Arsch einhalten. So, wir haben die doch nicht besiegt. Das Knochenartefakt, das lassen wir, weil wir haben eh noch genug. So, und jetzt gehen wir zurück zu Samuels Boot. Whoop. Okay. Samuels Boot ist da unten. Wo ist dieser Roboter, dieser große? Was auch immer der darstellen soll. Da ist er. Samuel ist fort. Wo ist der fuck Samuel? Samuel, hast du mich schon wieder vergessen? Oder haben sie... Oder haben sie ihn entdeckt? Schaut fast danach aus. Ah, da unten ist er. Hallo Samuel. Wo warst du, alter Freund? Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Ja? Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Hurry up!
Okay, eine weitere Mission hätten wir beendet. Das Spiel ist cool, also es gefällt mir. Jetzt ist, glaube ich, nur eine Mission, hat der eine Typ da gesagt. Eine Mission, eine einzige. Chaosfaktor gesamt niedrig. Also Leute, wir sind doch super, oder? Zivilisten eliminiert, Gegner eliminiert. Ich habe doch keinen eliminiert. Aber gut, ich habe gehört, dass der Chaosfaktor unter 20% pro Level sein muss. Und dann ist es noch gut. Und ich habe einen gekillt, also von daher dürfte da, glaube ich, kein Problem sein. Sonderaktion haben wir genug. Ja, eigentlich waren wir nicht schlecht. Also wir waren schon gut beieinander, wir hatten schon schlechtere Runs, ne? So. Dann mal los, dann wieder zurück. Riecht ja wieder die Luft. Seid ihr wieder glücklich, dass wir zurück sind? Also es war Abend, wie wir das verlassen haben, und jetzt ist es wieder Tag. Also sind wir den ganzen Abend dahin gefahren. Die Verhandelten wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Wahrscheinlich. Oh, wundervolles Spiel. Also ich kann immer wieder nur sagen, ich werde das Spiel bestimmt offline nochmal durchzocken. Aber was ich leider bemerkt habe, ist, dass je mehr Parts rauskommen, dass die Likes und das alles und die Views nachlassen. Das macht mich ein bisschen traurig, aber es ist ganz verständlich. Denn ist halt wie bei jedem, wenn es von einem viel gibt, schon wieder neue Runen, dann ist es halt nicht mehr, dann wird es halt nicht mehr so gern gesehen. Ne? Und das verstehe ich aber auch. Aber es ist halt traurig, weil man erhofft eigentlich, dass die Leute eigentlich da immer dran Spaß haben und so. So, aber ich hoffe, die, was dann noch weiterschauen, die treuen Zuschauer, die haben sowieso Spaß. Denke ich, hoffe ich. Hallo, oh, danke. Deine Betreuungsfälle sind so super. Kann ich etwas für Sie konstruieren? Nein, du kannst mir mal ein paar Rabatte aushändigen. Weil, ich meine, ich mach da Werbung für dich. Die finden die ganzen Leichen und finden auch deine Kack-Dings da, deine scheiß Pfeile. Und das ist Werbung für dich, Mann. Also da kannst du schon mal ein bisschen Rabatt rüberlassen eigentlich. So, was haben wir? Wir haben genug Münzen eigentlich. Hast du vielleicht wieder eine Rune im Dings? Wir können mehr Artefakte tragen. Ich würde sagen, das gönnen wir uns einmal. So, was können wir noch? Die Armachse mitgeführte Kugeln, Bolzen, das ist vielleicht auch ganz gut. Ja, das kaufen wir auch noch. Was haben wir noch? 2000 Münzen, noch genug. Maskenoptik, Haftgranate, Schwerthärtung, Armbrustnachlader, das ist vielleicht ganz gut. Das machen wir auch noch. Vielleicht auch ganz gut, keine Ahnung. Verringert die Abweichung und die Zielgenauigkeit. Das machen wir auch noch, wenn wir so viel. Das machen wir auch noch. So, jetzt ist die Armbrust geupgradet bis zum geht nicht mehr. So, jetzt können wir uns jetzt... Aha. Von den Scheiß wollte ich doch gar nicht mehr kaufen. Ich wollte von den Betäubungen. Scheiß Dreck. Gut, 800 Münzen, wir haben genug eingekauft. So, wir haben wieder... Ich höre doch hier irgendwo... Da unten ist doch eine Rune! Danke für das Erz! Ich grüße Sie kaum. Ja, ich auch, aber verpiss dich! Haben Sie für die Nötigung. Ja, ist okay, ich hab dich auch lieb. Da unten ist schon wieder Rune. Oh, so weit weg. Da oben ist auch eine Rune, da oben ist auch eine Rune. Den Rest hole ich später dann. Keine Sorge. Aber das ist voll langweilig, findet ihr nicht? Findet ihr das gerade aufregend, wie ich eine blöde Rune suche? Haben die gerade gesehen, wo ich bin? Der maskierte Verbrecher, das bin ich. Die wissen, wo ich bin. Und da unten ist der Pendleton, aber vorher holen wir uns noch die eine Rune. Findet ihr das spannend? Findet ihr das spannend, dass ich eine Scheißrune suche? Danke für die Rune. Danke für die Rune. Und jetzt graden wir mal wieder ab. Jetzt haben wir schon wieder sowas, Mama. Wir haben 9 Runen. Ich würde einfach mal sagen, für das machen wir auch. Zeit verlangsamen. Das ist nice to have. Um alles für dich drückst, um sehr gut. Das machen wir. Das ist perfekt. Also, das machen wir auch noch. Oder machen wir das noch? Für einer meinte, ich soll die Nachtsicht nochmal upgraden. Erhöht das, erlaubt das. Was macht Stufe 3? Erlaubt das in im Dunkeln unter sehen Lebewesen einschließlich ihre Sicht durch Wände hindurch. Macht selbstverursacht verursachte Geräusche sichtbar. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Was kostet mich das? 2 Runen? Das nehmen wir. So oft wie wir die Nachtsicht benutzen, ist es, glaube ich, sicher eine super Investition. Das machen wir auch noch. Teleportieren. Wir verwenden jedes Mal teleportieren. So, der Rest ist eigentlich, ja. Also wir haben super geupgradet, finde ich. Es war eine super Investition. Und der Pendleton ist da unten. Jetzt werden wir den Pendleton noch suchen. Einen Besuch abschatten. Da werden wir aber durchs Fenster hüpfen. Pendleton! Aua! Ja, das war ich. Oh, das war super jetzt gerade. So, dale. Pendleton! Hello, Mister! Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Nein, die lebt noch. Doch Boy war eine Schlange.
Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid. Nein, die wird jetzt auch vergewaltigt. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Ich habe alle gekillt. Nein, ich habe alle betäubt. Danke ich Ihnen. Gewehr! Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier. Was ist das? Gib her! Eine lange Nacht, Corvo. Was habe ich jetzt bekommen? Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Und würden Sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Kann ich nicht mal schlafen? Oh, jetzt eine Rune. Was, die Rune hat deiner Familie lange Zeit gedient und geholfen? Alter, ich gebe diese Scheißdinger in einer Minute aus. Wie konnte deine Familie damit jahrelang damit rumscheißen? Sowas ist da. Wenn du durch Weiner verletzt wirst, brauchen wir nicht. Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit. Wenn du Raten tötest, steigen Adrenalin ein wenig an. Was bringt mir Adrenalin? Mach mal. Und robust machen. Wir können alles machen, lol. Also wir sind super. Hin und wieder gibt ein Trank. Lol, 6 aktivierte Kochprogramme, wir sind super. Also beim 7. wären wir dann zu Hulk. Er hat irgendwie eine Sidequest für mich. Notiz des Kuriers. Maskiert der Mann, diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht ungemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket und eine Notiz von dem, der wollte, dass Sie es bekommen. Ein demütiger Diener? Ein Scherge des Kaisers? Susi, bist es du? Insider. So, okay, weiter geht's jetzt. So, da oben. Admiral Havelock. Wirst du Admiral Havelock? Der ist oben bei der Bar. Ist Gott, wie geht es dir? Samuel? Corvo? Oh. Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Ja, wo ist die kleine? Zeit für den Unterricht. Okay, wir Leute, wir suchen jetzt Emily schnell. Emily, ist sie da unten? Emily, da unten ist so gefährlich. Komm wieder rauf. Wetten ist da unten? Warte, ich habe eh die Nachtsicht. Wuhu! Emily? Was ist das für eine Scheiße hier? Was ist denn Scheißdreck? Wo ist die Emily? Emily? Ah, eine Rune, lol, da ist eine Rune. Wo ist die Emily? Verfolgt mich da eh keiner? Danke! Und die Nachtsicht nochmal an. Die ist super, Leute. Die Nachtsicht, die hat sich voll ausbezahlt. Die hat sich voll bezahlt gemacht. An denjenigen, der mir das geraten hat und der wird wissen, derjenige wird schon wissen, wem ich meine. Der hat mir gesagt, mach Nachtsicht. Danke. Das war ein super Tipp. Wirklich. Das gefällt mir. Wo ist der Emily, Mann? Emily! Wo versteckst du dich? Ich glaube, ich werde die Emily privat suchen und dann beim nächsten Part weitermachen, wenn ich sie gefunden habe. Aber vorher gehen wir zum Admiral Havelock. Und schade, dass die Nachtsicht nicht länger bleibt. Hallo, ich möchte... Warum? Ich meine, wundern sich die Leute nicht, dass ich ständig durch die Fenster reinkomme? Emily. Oh. Ein neuer Schlachtplan wird ausgetüftelt. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben... führte uns letztendlich zu diesem Moment. Jetzt ist schon aus? Der Lordregent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunmore Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Ah. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich glaube aber nicht, dass das schon das Ende ist. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Ich glaube nicht, dass das schon das Ende ist. Das wäre viel zu kurz. Das glaube ich nicht. Da wäre ich enttäuscht. So, Bücher lesen. Ich will ja alle haben. Die bleiben ja eh gespeichert. Was ist das?
Havelock, sehr gut gemacht. Der Lord Regent ist der Oberste, aber er hat einen, ich versuche mehr wissen. Ja, okay. So Leute, ich will jetzt noch schnell mal die Schlüssel zum Hauptraum des Pubs. Hallo? Wo ist die Emily? Emily, wo bist du? Emily! Komm her! Ich hab ein Messer für dich! Wo ist die Kack-Emily? Die ist schon wieder verschwunden! Warum will sie denn nicht lernen? Emily! Die Schule wartet! Du musst intelligent werden, Emily! Emily! Warte mal, da ist eine Notiz, die habe ich vergessen zu lesen. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Ball-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan, also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier vor einigen meiner verschwiegenen Diener zu einer... Ah, mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Weil ich die Dings verschont habe... Hol das Notizpaket in deinem Zimmer. Ah, okay. Weil ich die verschont habe, habe ich eine Belohnung dafür bekommen. Das heißt, es wird auch belohnt, wenn man nicht killt. Wo ist diese Scheiß... Ah! Oh mein Gott, das ist knapp. Wo ist die Emily, Mann? Ich suche die Emily jetzt noch. Es kann ja nicht sein, dass diese kleine Göre immer wieder weg ist. Ich schreibe ein Stück Geschichte. Dunwall steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Emily, Emily. Ach komm, das ist ein kleiner Schlüssel. Das ist eine kleine Person, die man sehen muss. Oder sollte. Wo kann die bitte sich verstecken? Wo ist sie? Da drin? Der Halt da ist. Nein. Wo ist die Emily? Jetzt war die erst weg und jetzt ist sie schon wieder weg. Das kann nicht so schwer sein. Drin ist sie aber nicht im Haus. Hallo? Hast du Emily gesehen? Ich mag nicht, wie sie mich ansehen. Doch, bist du! Da, Emily, du Kackbratze! Psst! Sei leise! Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Was? Mag sie gar nicht? Du gehst ja rasch. Oder nicht? Ja, aber ich hab verloren. Weiß nicht, warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich hab's als Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber dann hatte ich Albträume. Ich schenke es dir. Nimm ruhig. Ist das eine Rune? So, Hausaufgaben. Verstecken wird langsam langweilig. Du hast doch gesagt, das macht Spaß. Weißt du nicht, was du willst, oder? Eine Rune, danke! Also wieder eine Rune und die, ja, eine Rune. So, was haben wir hier noch? Also wir können noch Vitalität, Blutdurst, boah, da haben wir noch viel, aber Windstoß wäre auch geil. Aber wir wollen sowieso nicht entdeckt werden. Überrasche Gegner, die nicht in der Asche... Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende diesen Part hier. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, würde ich freuen. Ansonsten... Ich weiß nicht, ich hoffe, dass das Spiel macht euch noch immer Spaß. Ich hoffe, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, also mir gefällt's. Und ich würde mich auch freuen, wenn es euch gefällt. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Man sieht sich. 3, 2, 1. Ciao. Kapuzenwurm. Wenn mir die Leute Kommentare schicken oder Lieder machen oder Bilder machen und das ist dann für mich auch dann was Schönes, wenn ich dann was zurückbekomme. Und da kann ich echt Danke an euch sagen. Was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte,